Aktien von Notenbanken kaufen, das klingt erstmal völlig absurd. Es ist aber möglich, zumindest in einigen Fällen. Die Frage ist, ist es auch sinnvoll? Wir schauen uns heute die ganze Geschichte mal an. Wir schauen uns auch konkret börsennotierte Notenbankaktien an, vor dem Hintergrund, ob man jetzt da investieren sollte und wenn ja, in welche Notenbanken. Und damit willkommen bei Zukunftsmärkte. Dass es Notenbanken gibt und dass die eine sehr wichtige Rolle spielen in dem ganzen Finanzsystem, das weiß mittlerweile jeder Anleger spätestens seit der Finanzkrise. Es ist ja auch einiges passiert in puncto Notenbanken. Was vielleicht nicht so bekannt ist, ist, dass Notenbanken nicht immer im Staatsbesitz sind. Was einen ja wundern könnte. Die Notenbank kümmert sich ja um das Geldwesen und das ist ja im Grunde eine hoheitliche Staatsaufgabe, die von einer öffentlichen Institution erledigt wird. Sollte man meinen, zumindest. Aber trotzdem, nicht alle Notenbanken gehören Staaten, zumindest nicht formal. Manche gehören eben auch Banken oder sind auch in Privatbesitz, ganz oder zum Teil. Manche sind dann eben auch sogar noch börsennotiert. Und man kann von diesen börsennotierten Notenbanken dann auch Aktien kaufen. Was natürlich erstmal völlig verrückt wirkt, aber es geht, wenn man das möchte. Warum haben Notenbanken manchmal noch solche Besitzstrukturen? Das hat einfach historische Gründe. Die Staaten waren früher teilweise nicht bereit dafür, sowas auf die Beine zu stellen. So eine Notenbank muss ja dann auch kapitalisiert werden. Und teilweise war man eben auch der Meinung, dass so eine Notenbank vom Bankensystem getragen werden soll, wie das zum Beispiel in den USA der Fall ist, formal. Da kennen Sie wahrscheinlich auch die ganzen Geschichten, wie die Fed gegründet worden ist, ominöses Geheimtreffen, JP Morgan und die ganzen anderen Banker auf Jekyll Island zur Entenjagd vermeintlich. Und da haben die dann ganz verschwörerisch die Fed geplant, um damit natürlich auch jetzt die Herrschaft über das Weltfinanzsystem an sich zu reißen. Also so wird das ja dann auch manchmal erzählt, die ganze Geschichte. Oder eine andere schöne Geschichte in dem Zusammenhang ist auch, dass eigentlich alle Notenbanken auf der Welt den Rothschilds gehören würden. Da kann ich Sie gleich mal beruhigen, das ist nicht so. Die Notenbanken auf dieser schönen Welt gehören nicht den Rothschilds. Aber wenn das Thema Sie grundsätzlich interessiert, also wie da die Besitzstrukturen sind, vor allem bei der Fed und bei der EZB, dazu gibt es auch noch ein anderes gutes Video hier auf YouTube. Und das ist von meinem geschätzten Kollegen Sebastian Hell. Der klärt hier über diese Thematik auch auf. Nüchtern und mit Sachverstand, so wie er das immer macht. Zentralbanken drucken also Geld, könnte man salopp sagen. Das ist natürlich toll, wenn man das machen kann und machen darf. Es ist aber eben auch hochlukrativ. Zentralbanken sind die reinsten Gelddruckmaschinen. Das gehört natürlich zu ihren Aufgaben, das ist klar, aber es ist eben auch ein sehr profitables Geschäft, was man sich ja auch denken kann. Die Notenbank erzeugt ja das Geld und wenn dieses Geld dann nachgefragt wird, dann muss man dafür der Notenbank ja Zinsen bezahlen. Das ist momentan jetzt nicht so lukrativ, weil die Leitzinsen sind ja sehr niedrig oder sie sind sogar bei Null oder sie sind sogar auch noch negativ. Aber es kommt noch ein weiteres Geschäft dazu, was die Notenbanken ja auch machen können. Sie können ja mit dem Geld, das sie selber erzeugen, auch alles Mögliche kaufen. Sie können am Markt Anleihen kaufen zum Beispiel und da streichen sie dann die laufenden Zinsen ein oder auch sie kaufen Währungen für ihre Fremdwährungsreserven. Was sie auch tun in letzter Zeit sehr viel, sie kaufen Gold, tonnenweise Gold. Das ist also auch wieder ein ganz großes Thema bei den Notenbanken. Und das machen die ja alles mit dem selbst geschaffenen
Geld. Und das, was sie damit kaufen, das sind dann aber reale Werte, die sie als solche auch einbuchen können in die Bilanz. Und dadurch haben viele Notenbanken in den letzten Jahren enorme Bilanzreserven angehäuft. Das ist also ein ganz fantastisches Geschäftsmodell, wenn man drüber nachdenkt. Da wir gerade bei Gold sind, beim Thema Gold, ich darf da kurz in eigener Sache nochmal dran erinnern, Sie kriegen demnächst jetzt auch noch unseren Zukunftsmärkte-Report mit den drei Goldaktien, die Goldunternehmen mit den interessanten Minenprojekten für die Zukunft. Das habe ich im letzten Video ja versprochen. Uns fehlen da noch drei Goldaktien. Es geht um Goldunternehmen mit neuen Minen, wo die Produktionskosten voraussichtlich sehr niedrig sein werden. Da sind wir teilweise nur bei $200 pro Unze. Diese drei Aktien, die stellen wir eben noch vor im nächsten Zukunftsmärkte-Report. Also schnell anmelden, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Der Zukunftsmärkte-Report ist natürlich auch immer gratis. Was Sie machen müssen, Sie müssen sich einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier aber nochmal unter dem Beitrag. Nicht vergessen, wäre schade drum, wenn Sie die drei Minenempfehlungen verpassen. Okay. Aber zurück zu den Zentralbanken. Also, was verdient denn so eine Zentralbank eigentlich so? Das hier, das sind die Beträge, die die Fed in den USA, also die Fed aus ihrem Bilanzgewinn die letzten Jahre überwiesen hat an die amerikanische Regierung in Milliarden Dollar. So viel mal zum Thema Staatsfinanzierung. Notenbanken finanzieren die Staaten ja manchmal indirekt, indem sie die Anleihen kaufen von den Staaten am Markt. Das wird auch sehr, sehr kritisch gesehen natürlich. Aber sie finanzieren sie auch ganz konkret direkt durch Gewinnausschüttungen, indem sie den Gewinn dann an die Staaten abgeben. Und im letzten Jahr waren das 54,9 Milliarden Dollar. Ganz offiziell, der Gewinn war 55,5 Milliarden Dollar und davon sind ausgeschüttet worden an die US-Regierung 54,9 Milliarden. Das war schon nicht mehr so dicke im letzten Jahr, also 2015 waren es in der Spitze sogar 117 Milliarden Dollar. Das war die Hochzeit von diesen ganzen Anleihekäufen. Inzwischen hat die Fed ihr Bondportfolio wieder abgebaut. Aber trotzdem war der Jahresgewinn letztes Jahr wahrscheinlich immer noch höher als der von Apple. Und Apple ist immerhin das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Also immense Gewinne jedes Jahr. Und da wäre man natürlich ganz gern irgendwie in irgendeiner Form auch beteiligt als privater Aktionär. Das geht in dem Fall leider nicht. Von der Fed kann man keine Aktien kaufen. Wo man aber schon Aktien kaufen kann, das ist die Schweizerische Nationalbank, dann die Banque Nationale Belgique, also die belgische Nationalbank, dann die japanische Nationalbank, die südafrikanische Nationalbank und die Bank of Greece, also die griechische Notenbank. Das Ganze hat nur leider einen Haken. Ich sag's lieber gleich. Hier keine von diesen Banken beteiligt die Aktionäre anteilig am Gewinn, weil so doof sind die Staaten dann doch nicht, dass sie jetzt sagen würden, der Notenbankgewinn, der wird jetzt wirklich an die Aktionäre ausgeschüttet, sondern die Aktionäre kriegen in vielen Fällen eine Grunddividende und das war's dann aber auch. Also nichts mit fetten Notenbankgewinnen. Damit wäre das Thema jetzt vielleicht schon erledigt, je nachdem, wie man will. Es ist es aber nicht. Es gibt nämlich trotzdem viele Anleger, die auf Notenbankaktien schwören. Und das ist vor allem bei einer Aktie so, das ist die von der Schweizerischen Nationalbank. Das hier ist der 5-Jahres-Chart von der Schweizerischen Nationalbank. Was wir hier sehen, 2016 noch, da war der Kurs immer noch so bei 1000 bis 1200 Schweizer Franken. Aber dann ist sie richtig hochgeschossen. 2018 waren wir in der Spitze auf 8700 Franken. Inzwischen hat sie jetzt wieder korrigiert und bewegt sich da so zwischen 5000 und 6000 Schweizer Franken immer hin und her. Man hat also mit der Aktie wirklich schon ordentlich Geld verdient. Das Ganze ist dadurch auch erleichtert worden, dass der Umsatz niedrig ist. Da werden also jeden Tag nur so 100 oder 200 Stück gehandelt.
Aber trotzdem, die Aktie läuft und das Interesse ist da. Die Neue Zürcher Zeitung, die hat vor einiger Zeit sogar geschrieben, die Schweizerische Nationalbank, das ist der neue Bitcoin, also die Aktie der Schweizerischen Nationalbank. Warum sind die Leute da so scharf drauf? Die Dividende kann es schon mal nicht sein. Die ist bei maximal 15 Franken pro Aktie. Das wäre zurzeit eine Dividendenrendite von 0,25%. Also ist immer noch besser als Schweizer Staatsanleihen, das ist klar. Aber so besonders attraktiv ist das jetzt natürlich nicht. Dann könnte man auch auf die Idee kommen, es würde am Gewinn der Nationalbank liegen. Der ist enorm hoch gewesen, wieder letztes Jahr. 49 Milliarden Schweizer Franken. Sie hat also fast so viel verdient wie die US-Notenbank. Und die Schweizerische Nationalbank hat auch riesige Bilanzbestände, also an Aktien, Anleihen, Fremdwährungen, was sie alles so zusammengekauft hat die letzten Jahre. Aber die Aktionäre haben darauf kein Anrecht. Die würden auch nicht mal was davon bekommen im Fall der Liquidation. Das ist alles festgelegt. Der ganze Gewinn, die ganzen Bilanzposten, den Aktionären bringt das alles nichts. Der wichtigste Grund, warum die Aktie trotzdem steigt, das ist anscheinend der, dass das die Leute einfach nicht wahrhaben wollen. Und darin werden sie offenbar auch immer wieder bestärkt von irgendwelchen Börsenbriefen. Hauptsächlich anscheinend von deutschen Börsenbriefen, in denen dann immer wieder darauf verwiesen wird, auf den Gewinn eben und auf die Bilanz. Und dadurch sei dann die Aktie unterbewertet um den Faktor 1000 oder irgendwie so. Da kann man jetzt natürlich rumphilosophieren und da kann man sagen, naja, wenn ich jetzt Aktionär bei Siemens bin, dann habe ich ja jetzt auch nicht unbedingt Zugriff aufs Eigenkapital. Aber trotzdem ist es da und so ist es hier auch. Man kann das aber nicht wirklich vergleichen. Siemens oder jede andere normale Aktie, die gehört wirklich den Aktionären. Sie kommen da jetzt nicht ans Eigenkapital, weil es noch andere Aktionäre gibt und die hätten es ganz gerne, dass Siemens weitermacht und weiter besteht. Aber grundsätzlich gehört das Kapital bei einem normalen börsennotierten Unternehmen den Aktionären. Und das ist bei der Schweizerischen Nationalbank aber eben nicht so. Die Aktionäre haben kein Anrecht drauf. Das ist so festgeschrieben. Punkt. Man darf sich da also nicht blenden lassen. Man muss auch vorsichtig sein, wenn man dann eben solche Analysen liest. Und wenn da jemand ankommt, wie zum Beispiel Bernecker, wo man ganz lapidar wirklich sagt, der innere Wert der Aktie liegt bei 1,2 Millionen Franken. Ohne dass man aber gleichzeitig darauf hingewiesen wird, so richtig, dass man das ja auch ein bisschen anders sehen könnte, dann ist das schon auch ein bisschen fragwürdig. Aber der Herr Bernecker ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, also so muss man es vielleicht auch sehen. Wie auch immer, das ganz große Geld macht man vermutlich nicht mehr mit der Aktie von der Schweizer Nationalbank und Notenbank. Trotzdem, Notenbankaktien können interessant sein und es gibt eben auch gute Gründe, sich doch vielleicht welche zu kaufen. Der erste Grund, den habe ich schon genannt, Hans Bernecker. Vielleicht haut er ja demnächst wieder was raus zur Schweizerischen Nationalbank und dann geht die Aktie hoch auf 9.000 Franken. Man weiß es nicht. Wie gesagt, das Handelsvolumen ist eng, das könnte also schon passieren. Sowas ist natürlich eher eine Zockerei, das ist auch klar, oder? Greater Fool Theory und so weiter. Also ich tue selber was Dummes in der festen Überzeugung, dass nach mir andere kommen, die eben noch viel dümmer sind als ich. Was aber auch ein Argument sein kann, Notenbankaktien sind für viele Anleger auch so eine Art Trophäe. Das macht viele einfach glücklich, wenn sie von sich sagen können, mir gehört die Notenbank oder mir gehört ein Stück von der Notenbank. Darum wird es eine gewisse Nachfrage nach diesen Aktien wahrscheinlich eben auch immer geben. Dann drittens, Notenbanken an sich sind fast unzerstörbar, muss man sich schon vor Augen halten. Das ist anders als bei anderen Unternehmen. Notenbanken können jetzt zwar auch mal einen hohen Verlust ausweisen, aber ein Problem, das sie nicht haben, ihnen geht nie das Geld aus.
Das Einzige, was eben vorstellbar ist bei einer Notenbank, das ist, dass die Institution an sich zusammenbricht. Das ist theoretisch eine Gefahr, aber wenn das passiert, dann ist wahrscheinlich viel anderes am Finanzmarkt auch schon ein Bach runtergegangen. Dann vierter Punkt, es gibt immer wieder mal so eine Hoffnung auf Verstaatlichung, sodass die privaten Aktionäre rausgeschoben werden gegen Entschädigung. Das ist passiert zum Beispiel bei der BIZ 2001. Die hat auch private Aktionäre gehabt und die haben dann geklagt auf eine höhere Entschädigung und haben damit auch Erfolg gehabt. Das ist jetzt bei der Schweizer Nationalbank und bei der belgischen und bei der griechischen nicht so wahrscheinlich in nächster Zeit, vermute ich mal. Aber zum Beispiel bei der Notenbank von Südafrika, da wird das gerade intensiv diskutiert, so eine Verstaatlichung. Und da gibt es auch wirklich ein paar Aktionäre, die da drin sind, in der Hoffnung auf eine hohe Abfindung. Man kommt nur als deutscher Anleger leider sehr schlecht rein da in die Aktien. Ich glaube, da muss man schon vor Ort sein, wenn man das irgendwie handeln will. Ist aber auch nicht so wichtig. Der fünfte und der wichtigste Punkt, das sind Dividenden. Wir haben jetzt gesehen, das ist bei der Schweizerischen Nationalbank nicht so interessant, bei der japanischen auch nicht im Übrigen, aber zum Beispiel bei der griechischen Notenbank und bei der belgischen Notenbank. Da ist das Thema Dividenden eben schon relativ interessant. Und bei diesen beiden Notenbanken ist es vor allem auch so, dass da die Dividende nicht nach oben gekappt ist, sondern es gäbe da eben Spielraum nach oben theoretisch noch. Und dadurch haben wir da auch eine gewisse Fantasie. Und darum würde ich hier auch die griechische und die belgische Notenbank gern ein bisschen genauer besprechen noch, also im Detail. Jetzt ist natürlich die Zeit ein bisschen fortgeschritten, aber ich würde vorschlagen, das machen wir hier einfach nächste Woche. Also Sie kennen jetzt die ganze Systematik mit den Notenbanken. Sie wissen, es gibt börsennotierte Notenbanken. Also wenn Sie nächste Woche wieder gucken, dann halten Sie mich nicht gleich für plemplem oder so, wenn ich damit nächste Woche wieder anfange. Und dann machen wir aber in aller Ruhe Bank of Greece und Banque Nationale de Belgique, die beide meiner Meinung nach jetzt nicht so uninteressant sind. Gut, dann hoffe ich, wir sehen uns nächste Woche wieder. Am besten Zukunftsmärkte-Kanal abonnieren und wenn Sie abonnieren, dann auch immer gleich die Glocke drücken. Wenn Sie das gemacht haben, dann können Sie ganz sicher sein, wenn das neue Video da ist zu den beiden Notenbanken, dann sehen Sie das auch gleich, dass es da ist und bei allen anderen Videos von uns dann natürlich auch. Dann freue ich mich, ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann, alles Gute Ihnen bis dahin und natürlich wie immer Dankeschön fürs Zuschauen.